Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute werde ich euch wieder einen Trick performen und danach erklären. Dieser Trick ist mega stark. Ich würde sagen, fangen wir einfach an. Okay, ich habe hier ein ganz normales Kartenspiel mit einer unterschiedlichen Karte. Und diese Karte ist meine Vorhersage, ja? Hier, ihr könnt sie sehen, meine Vorhersage. Ich werde sie euch natürlich noch nicht zeigen. Das wäre ja schlecht, wenn... Und dann habe ich hier noch einen Briefumschlag. Dieser Briefumschlag ist komplett leer, da ist nichts drin. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Gut, und in diesen Briefumschlag kommt jetzt meine Vorhersage rein. Okay. Nun dürfte der Zuschauer das Kartendeck mischen in allen Variationen, wie er es will. Hindu Shuffle, Overhand Shuffle und Wiffle Shuffle. Machen wir auch noch schnell Table Shuffle. So, wie er will. Nun darf er mich bei irgendeiner Karte stoppen. Das Deck ist komplett gemischt, er hätte jetzt wirklich eine freie Wahl. Sagen wir mal jetzt einfach, er stoppt hier, dann würde ich ihn fragen, willst du wirklich diese Stelle haben? Sagen wir mal, er sagt jetzt einfach nein. Dann gehen wir noch weiter durchs Kartenspiel. Frage ihn jetzt einfach nochmal. Also sagen wir jetzt, er sagt jetzt hier stopp. Und dann sagt er, und dann frage ich ihn, okay, welche Karte willst du haben? Diese oder diese? Diese oder diese? Jetzt will er, sagt er, diese hier. Das hier ist eure Karte, ihr werdet sie noch nicht sehen. Das Kartendeck brauchen wir, wer hätte es gedacht, nicht, ach scheiß drauf, brauchen wir nicht mehr. Nun haben wir seine Vorhersage und den Brief, nun kommt eure Karte in den Brief rein. So, und jetzt würde ich meinen Zuschauer fragen, glaubst du, ich konnte deine Karte vorhersagen? Jetzt würde er höchstwahrscheinlich sagen, nein. Dann sagst du, okay, ich hole jetzt die beiden Karten raus. Wie mache ich es am besten, dass ihr das nicht seht? Warte. Ah. So, ne? Ja. Jetzt hole ich die beiden raus. In dem Brief ist nichts drin. Der ist komplett leer. Und jetzt haben wir noch unsere beiden Karten hier. Du hast die Karte ausgewählt. Kreuz 5. Dann gucken wir mal, welche ich ausgewählt habe. Kreuz 5. Passt perfekt. Und wie der Trick geht, das erkläre ich euch jetzt. Okay, kommen wir zum Tutorial. Was brauchen wir für den Trick? Wir brauchen 2 Briefumschläge, eine Kreuz 5 aus einem Kartenspiel und dann noch eine Kreuz 5 aus einem anderen Kartenspiel. Und dann kommt die Kreuz 5 auf euer Kartenspiel rauf und die Kreuz 5 aus dem anderen Kartenspiel kommt auf die erste Kreuz 5. So, dann wäre das schon mal fertig. Nun brauchen wir einen Briefumschlag, in dem wir das hier nach oben klappen und dann nehmen wir uns den anderen. Diesen schneiden wir jetzt an allen Ecken so lang. Ich kann euch das ja mal zeigen. Ihr schneidet aber jetzt nicht hier so ganz dick, ihr schneidet nur so ganz, ganz dünnes, genau zu dünn. Super. Na komm. Ihr schneidet es nur hier am Rand lang ganz dünn. Dann habt ihr praktisch so ein kleines Stück hier. Was ist passiert? Das hier unten ist offen. Und wir können da komplett durchgucken. Okay, ich habe das hier nicht ganz gerade gemacht.
Zack, so. Nun machen wir das gleiche an allen Seiten hier auch. So, nun müsste es superig aussehen, dass ihr jetzt hier ganz viele Papierschnipsel habt. Diese braucht ihr nämlich nicht mehr. Ihr braucht nur das da, den unteren Teil vom Brief. Das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nur diese Seite vom Brief. Und dieser kommt jetzt in den anderen Briefumschlag rein. So. Nun haben wir ein zweites Fach in unserem Briefumschlag. Wir haben hier ein Fach und hier drüber ein Fach. Und das gibt uns so einige Möglichkeiten zu zaubern. So, der Zuschauer darf, also wir würden ihm jetzt, wir gehen einfach so durchs Deck und holen uns dann hier unter diesen beiden Karten ein Break. Also das heißt, wir legen uns unter den obersten zwei Karten, da legen wir unseren kleinen Finger drunter. Und dann nehmen wir die Karte so hoch, also Daumen hier an die unten rechts ran und Mittelfinger oben rechts ran an die Ecken. Und dann, während ihr die Karte hier noch festhaltet, rutscht ihr mit euren Daumen runter zum Mittelfinger. Und dann könnt ihr die Karte so wie eine halten und sagen, ja, das ist meine Vorhersage. Diese könnt ihr dann so in eure Hand reinlegen, dass kleiner Finger, Ringfinger und Mittelfinger an der rechten Kante liegen, Zeigefinger an der oberen Kante und Daumen an der linken Kante. Und nun könnt ihr die Karte so halten. Jetzt könnt ihr zeigen, hier ist nichts drin. Oh, ich glaube, da ist gerade ein bisschen was kaputt gegangen, ist egal. Also, was macht ihr? Ihr drückt diesen Umschlag, den wir da reingesteckt haben, drückt ihr an den Briefumschlag rein und dann sieht man diese Kante eigentlich gar nicht. Und hiermit covert ihr sowieso, dass da noch was anderes drin liegt. Also ihr drückt das schön an den Briefumschlag ran, zeigt, da ist nichts drin, ihr müsst es nicht so lange zeigen. Und dann packt ihr einfach die Karte rein, so dass der Zuschauer natürlich noch nicht sieht, dass ihr da zwei Karten reinpackt. So, hiermit sieht der Zuschauer nicht, dass da noch was anderes drin ist, weil wenn das nicht wäre, würde er die ganze Zeit das sehen. Aber das versteckt halt diesen Briefumschlag, den wir da reingesteckt haben. Nun dürfen wir halt mischen, ist ja egal. Jetzt darf er sich irgendeine Karte auswählen. Sagen wir mal, er stoppt uns jetzt. Bei dieser Karte ist ja auch komplett egal, jetzt will er wieder die Karte hier. Ist jetzt einfach die Pik 4, die zeigen wir ihm ja nicht. Und die Pik 4, die stecken wir jetzt hier rein, ins geheime Fach. Das sieht er ja nicht, weil wir ja das hier oben haben, was es versteckt. Da machen wir dann einfach so, das sieht von vorne so aus für uns. Von hinten sieht das halt einfach so aus, da sieht man das gar nicht. Und was haben wir? Wir haben weiterhin nur hier vorne unsere beiden Karten, die beiden Kreuz 5, nichts anderes. Und wir haben hier hinten die Pik 4, aber die wird er ja nicht sehen. So, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt, wir halten den Briefumschlag so und beide Karten raus, legen sie auf den Tisch. So. Und dann zeigen wir, also wir drücken wieder dieses Papierstück an den Briefumschlag ran und zeigen, dass das komplett leer ist. Das ist die einzige Stelle, wo man ein bisschen flashen kann, wo der Zuschauer sehen könnte. Das müsst ihr vielleicht ein bisschen trainieren, dass das schön flüssig aussieht. Aber wenn ihr das macht, wenn ihr das trainiert, dann könnt ihr eigentlich zeigen, der Briefumschlag ist leer. Und dann könnt ihr seine Karte aufdecken, Kreuz 5 und dann eure Vorhersage, Kreuz 5. So, das ist natürlich nicht das Einzige, was ihr damit machen könnt. Ihr könnt da drin auch Münzen verschwinden lassen. Mit dieser Briefumschlag-Variante könnt ihr so viel machen. Ihr könnt da drin wirklich teilweise Sachen verschwinden lassen, andere Sachen rausholen.
Ich könnte jetzt zum Beispiel, sagen wir einfach mal, den Karo König. Wir sagen einfach so. Hier, mein Briefumschlag ist komplett leer. Der Karo König kommt da rein. Und ein Schnips. Und schon ist der Briefumschlag wieder komplett leer. Doch ein weiterer Schnips. Und wir können eine komplett andere Karte rausholen. Und zwar die Kreuz 5. Aber es ist nichts anderes im Briefumschlag drin. Also wenn ihr das hier bastelt, das ist eine richtige Waffe in der Magie. Ihr könnt damit so viele unendliche Sachen machen. Ihr könnt da drin Stifte verschwinden lassen. Ihr könnt da drin Essen verschwinden lassen. Ihr könnt alles Mögliche auftauchen lassen. Ihr könnt damit durch Color Changes machen. Eure Möglichkeiten damit sind so gut wie unbegrenzt. Das ist ein Gimmick. Das ist unfassbar riesig, was ihr damit machen könnt. Ihr könnt verschwinden lassen, auftauchen lassen. Unfassbar mächtig. Und wenn ihr nicht wollt, dass der Zuschauer, wenn der Zuschauer sagt, darf ich das mal untersuchen, dann könnt ihr sagen, natürlich kannst du es untersuchen, aber bitte untersuch erstmal die Karten, ob die normal sind. Und während er die Karten untersucht, könnt ihr unter eurem Tisch zum Beispiel jetzt einfach den Brief austauschen und ihm dann hingeben und sagen, ey, guck mal, der ist ganz normal. Das war schon das ganze Video. Mega starker Trick. Der Zuschauer darf halt nicht. Ihr habt eine Vorhersage, die kommt in den Briefumschlag rein. Der Zuschauer darf sich eine Karte auswählen und boom, wer hätte es gedacht, du hast die Karte von ihm vorhergesagt. Mega krass, wenn ihr das vor Zuschauern macht. Die Reaktionen sind mega heftig, was ihr damit erreichen könnt. Jetzt könnt ihr euch natürlich noch eigene Sachen damit ausdenken. Ihr könnt damit Münzenroutinen machen. Ihr könnt Sachen, wie schon gesagt, verschwinden lassen. Denkt euch noch was Eigenes aus, was ihr damit machen könnt, weil eure Möglichkeiten damit sind riesig. Das ist eine Waffe, die ihr immer, nicht immer, bei dir schon irgendwie, wenn ihr jetzt irgendwo hingeht oder so, einen Rucksack einfach mit reinmachen könnt. Und ihr könnt es überall performen, ihr könnt überall Leute damit umhauen, ist einfach stark. Und ja, das war's von mir wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da, flankt den Abo-Button. Bye. Bye.